Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zu einem neuen Vlog. Eigentlich machst du willkommen zu einem neuen Wochenvlog. Willkommen zu einem neuen Vlog, aber ich mache ja gar keinen Wochenvlog. Egal, jetzt habe ich genug Intros. Ich fahre heute nach Frankfurt. Ich nicht. Und ich glaube, ihr seht und hört die Situation. Also, ich trage einen Schal, obwohl es sehr heiß ist. Ich habe eine verstopfte Nase, Halsschmerzen. Life is great. Da rechts oben steht mein Lebensmotto. Life is hard. Ich glaube, man sieht das gar nicht. Pech. Oh, ich wollte rauszoomen und habe was, was ich noch weiter reingezoomt. Mann, ich mach so geil. Ein Hubs Money. Aus der alten Generation Bugs Bunny. Blitzlicht. Wenn ich auf die Party... Okay, es reicht. Ich muss mich jetzt fertig machen ein bisschen und meinen Koffer packen. Und dann muss ich auch schon los. Obwohl, wie viel Zeit haben wir noch? Ich muss los. Ich muss los, Ilona. Ich muss los. Ilona bringt mich zum Bus. Das ist super lieb von dir. Ich weiß, ich bin die Beste. Ich werde mich heute nicht schminken, weil, ganz ehrlich. Vor allem, ich weiß es nicht. Entweder es wird richtig heiß und ich werde sterben, oder ich werde wegen der Klimaanlage sterben. Pack dir noch was ein. Ja, ich nehme noch eine Jacke mit. Oder einen Schal. Den hier nehme ich auf jeden Fall mit. Echt? Schön, mein Schatz. Ich muss euch noch eben kurz Kitty zeigen. Baby! Mein Schatz! She's not amused. Ich habe eine Message für alle, die zugucken. Ilona hat eine Message für alle, die zugucken. Ich werde nicht wieder anfangen zu bloggen. Ah, bevor wieder alle sagen, Ilona soll wieder bloggen. Nein, sie wird es nicht tun. Ich war so lange zu Hause und jeden Tag hätte ich diese scheiß Erkältung haben können. Aber jetzt, wo ich wegfahre, kommt sie. Ich hab Geld. War es ein LKW? Ist im Hotel angekommen nach was weiß ich wie vielen Strapazen. Ich bin im Hotel. Das ist voll schön. Damit ihr Bescheid wisst. Hier ist unser Zimmer. Irgendwie so ein ganz anderer Aufbau. Also irgendwie kommt man nie rein und das Bett steht direkt vor der Tür. Hier geht's ins Bad. So sieht mein krankes Travel Outfit of the Day aus. Wunderschön, ne? Ich weiß. Und hier seht ihr das Zimmer. Das ist so süß. Da hängt so ein schönes Bild. Oh, ich merke gerade, ich habe ein Geschenk gekriegt. Okay, Albina kommt später. Das hier ist für sie, weil ich glaube, das ist nicht vegan, oder? Und hier steht ein kleiner Gruß an mich. Herzlich willkommen bei uns im Frankfurter Osten. Wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns bist. Bei Fragen oder Problemen sind wir hier. Hab eine ganz tolle Zeit bei uns. Cool, was ist da drin? Das hier ist halt natürlich kein Geschenk, aber man kann laut Musik anmachen. Wie geil. Schauen wir mal, was die mir hier Schönes eingepackt haben. Wenn wir jetzt hier schon mal dabei sind. Ich wollte mich eben bei dem Hotel bedanken für die Kooperation. Also vielen Dank für den Aufenthalt hier in Frankfurt. Das ist das 25 Hours The Goldman Hotel in Frankfurt. Und jetzt schaue ich, was die mir hier eingepackt haben. Hier stehen ganz viele Hashtags. Breathtaking zum Beispiel. Das ist auch so mein Motto eigentlich. Oh, wie geil. Die haben diese Zahnpasta eingepackt. Die hatten wir schon mal zu Hause. Die Happy Brush Superman Zahnpasta. Die habt ihr bestimmt gesehen. Ich weiß nicht, Ilona hatte die, glaube ich, in irgendeiner Box oder so. Und die ist halt vegan und so. Und sehr cool. Ich mochte die richtig gerne, deswegen. Nice. Dann haben wir hier ein paar Sticker. Come as you are. You're my number one. Billy Boy. Leute, verhüten, nicht vergessen. Das sind Seifenblasen. Ich liebe dieses Hotel jetzt schon. So, jetzt habe ich die ein bisschen hier verteilt. Ich liebe es. Oh, hier noch eine Zahnbürste und noch eine Mini-Zahnpasta dabei. Was ist das?
Ein Stift mit einem kleinen Block. Was ist das denn hier für ein Täschchen? Ein kleines Täschchen. Ah, das ist ein Schweißband. 25 Reasons, das sind, du kannst das umklappen und aufhängen vor die Tür. Also zum Beispiel hier ist Police Crime Scene, Move On. Und dann steht da Privacy Please, bitte nicht stören. Oder hier, Make Up My Room, Your Turn to Clean, Bro. Und als letztes haben wir noch eine Schlafmaske. Was steht da drauf? Don't You Dare. Wild Dreams. Wow, Wild Thoughts. Jetzt, Leute. Oh, ich hab's abgesteckt. Bad bouquet, Call me and I can get it too. I can tell you gone off the doors. Careful mama, why what you say? You talking to me like a new babe. Ich werde jetzt hier 3 Nächte sein, also hoffe ich mal, dass das Bett bequem ist. Ich kann mal hier so einen Test machen. Wisst ihr, ich mache jetzt einfach mal richtig auf YouTube gucken. Wenn schon, denn schon, aber richtig. Aber ich bin sozial und ziehe erst die Schuhe aus. Okay, ich glaube, das war ein hässlicher Sturz. Ich muss das nochmal aufnehmen. Tun wir einfach mal so, als wäre das hier so. Take 3. Wie froh ich gerade bin, auf diesem Bett zu liegen. See you later. Bevor ich es vergesse, ich wollte noch eben eine Zuschauerin grüßen, weil ich habe am Bahnhof die liebe Christina getroffen und sie war irgendwie einfach cool. Also lieben Dank an dich, dass du mich angesprochen hast. Wir haben erstmal zusammen schön eine Pommes bei Nordsee gegessen. Und ja, ich wollte dich einfach mal grüßen. Ein kleines Shoutout an meine Erkältung. Boah, das war voll laut irgendwie, ne? Was ich gefunden habe, 25 Hours. Schlafeule, die kann man hier auch kaufen. Die hilft mir jetzt beim Videoschneiden. Ach du Süße, danke für deine Unterstützung. Ich bin jetzt nämlich gleich, oh, nicht umfallen. Ich schneide jetzt gleich mein Video, weil ich will morgen eins posten. Wer ist denn da? Ja, Bahnfahren ist anstrengend. ich habe ein Geschenk für dich. Ich dachte, ich filme das jetzt einfach mal. Du weißt doch, was das ist. Also, vielleicht hast du es kurz vergessen. Oh. That's what I need right now. Guck mal. Vor allem, man sieht ihn einfach auf dem Bild so gefühlt gar nicht. Jedes Mal, wenn ich an der Bushaltestelle oder so vorbeilaufe, sehe ich das, weil das ist ja ungefähr überall, es verfolgt mich. Ich habe aber noch was. Aber das weißt du eigentlich auch, aber ich glaube, du hast auch vergessen. Hier haben wir ein Geschenk für dich. Aber nicht die Tasche. Die Tasche brauche ich noch. Was, wenn ich die Tasche haben will? Postkarte schicke ich an mich selber, ey. Au! Also, ich bin 20 Jahre alt, aber Pubertät hat bei mir jetzt erst angefangen mit Pickeln. Also, hat Laura Mario Badescu geholt. Lifesaver. Ich bin an einem Outfit außerdem gerade vorbeigelaufen. Ich war so... Oh, hi Mario. Vielleicht bist du da drin. Ah, und oh, nochmal... Wo ist mein MacBook? Lass mal umtauschen für die 2 Nächte. Das ist einfach hängen, ich sterbe. Ey, ich würde niemals mein MacBook bekleben. Das ist Harry Styles. Wo, wie soll das denn so? Ja, weiß nicht. Komm, ist schief, weil ich hasse schief. Gerade wenn. Boah, ich hasse dich so sehr. Warte, wie macht man das MacBook eigentlich auf? Das soll gerade sein, so wie Apple-Zeichen. Steve Jobs war ein Schlaumensch. Albina hat mir übrigens das hier geschenkt. Ihr wisst Bescheid. Die beste vegane Schokolade. Ich bin die beste Freundin, die man haben kann, Alter. Ich gucke mir den Livestream und merke mir, was sie sagt. Ich habe im Livestream gesagt, dass ich diese Schokolade geil finde und dann kauft sie mir diese Schokolade. Ich gucke nicht mal ihre Livestreams. Ich habe überlegt für Harry. Ach, für Harry. Für Justin. Für Justin, weil er wartet auf mich. Meine Haare. Die Zöpfe rauszumachen. Ich habe auch überlegt. Ich habe auch geflochtenen Zopf, aber ich schwöre, wir werden sterben. Wann? Mit offenen Haaren. Aber Justin soll kälter sein, der Tag. Morgen ist. Morgen sind sogar diese Zöpfe zu viel. Morgen werden die Zöpfe so. Das ist sogar zu viel. Muss abrasieren. Ja. Boah, ich schmatze so eklig, ne? Shoutout an 25 Hours Hotel. Shoutout an euch. Okay, tschüss. Hi Freunde, wir haben uns fertig gemacht. Hi. Oh, oops, sorry. Hi. Oh. Tut mir leid. Oh mein Gott, deine Wimper tut weh. Nicht jetzt schon. Hallo, der Tag ist nur lang. Ich bin heute Beyoncé. Ich habe immer Inspired Beyoncé mit diesem Topf. Ich bin Pippi Langstrumpf. Inspired by Pippi Langstrumpf. Astrid Lindgren.
Ich wollte auch so Green Green sagen, aber ich dachte, ich kenne die nicht. Die Kamera muss ich im Hotel lassen, weil wir wissen, man darf es nicht mitnehmen. Ja. Vielleicht sehen wir so, dass sie gar nicht so streng sind und dann morgen Justin Bieber dabei ist. Ah, stimmt. Mal gucken. Aber wir wollen nicht riskieren. Ja, deswegen, wir sehen uns gleich eigentlich. Ich filme die ganze Zeit mit dem Handy. Tschö. Wie doll? Mach noch mal. Okay, das reicht. Muss man nicht machen. Weiter habe ich nicht gedacht.
When the walls came down, I was thinking about you. Thank you so much, man. Vom Endboss zur Endzeit. Frankfurt! Katastrophe, pack mein Ufo von McDonalds in der Fußgängerzone. Was geht los auf dem Ring? Das Materia-Konzert. Und da steht man auf und da macht man Party! Alle Hände hoch, alle Hände hoch! Und ob die Wiesbaden Hansa Rostock wohl ist? Zwei Tage später schon Kapitän. Mag alles, was mein Bruder so macht. Hab's alles, was meine Schwester so macht. Ich spring von Level zu Level zu Level. Spring von Level zu Level zu Level. Spring von Level zu Level zu Level zu Level zu Level. Ich kann auch die ganzen Leute. Trotzdem machen! Alles verboten! Trotzdem machen! Alles verboten! Trotzdem machen! Dann tritt man auf die Schränke, muss man ihr ein neues Haus bauen. Wie daran, dass dein Kragen kratz, lauf los, kauf dir so viel, wie du ertragen kannst. Geil ist doch nicht geil, was will ich mit nem Haus, will ne Villa, wenn vergonnen deine Stadt und über uns ziehen lila Wolken in die Nacht. Hier bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind. Hier bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind. Oh, bis die Wolken wieder lila sind. Hier bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind. Und keine schlafenden Wiese auf euch, die ganzen wir sind das Lioness Festival. Alle Hände hoch, bis da hinten, was ist los? Alle Hände möchte ich sehen. Und den Himmel zu verstehen. Wie kann ich da bloß rein? Alle Leben zu Hause. Thank you.
noch schlimmer, als ich dachte, als ich angefangen habe zu singen. Thank you.
Hi Freunde, Tag 2. Ich glaube, ihr seht, heute ist der letzte Act des Justin Bieber. Ich dachte, ich ziehe mich mal passend an. Und ich erzähle euch, glaube ich, alles entweder heute Nacht oder morgen, weil wir müssen jetzt auch schon gleich wieder los, weil wir möglichst früh zu Justin da sein möchten. Und ja, ich war einfach zu fertig, nachts euch noch irgendwas zu erzählen. Vielleicht habt ihr meine Snaps gesehen. Ich habe alles gepostet, was ging. Und ja. I just wanna rolly, rolly, rolly. Ich glaube, wir sind beide so heiße, aber bei ihr ist es schon. Man hört an meiner Stimme, ne? Das ist so. Sobald es so ein bisschen höher geht, kommt nur noch Luft raus. Vorbei einfach. Deswegen, ich muss einfach tief sprechen, dann hey, versteht man wenigstens was. Das ist voll geil. So. Okay, warum sehe ich so weiß aus? Aber du auch. Aber wir sehen so unterschiedlich farbig aus, verstehst du? Richtig hässlich einfach. Okay. Ich habe meine Nase nicht konturiert. Ich wusste, irgendwas in meinem Gesicht ist komisch. Okay, Nasenkonturfeuerwehr. Wir gehen jetzt frühstücken und so. Tschüss. Baby, don't walk through my mind.
I hope
bin jetzt seit gestern wieder zu Hause und ihr seht, wie angeschwollen und was weiß ich, ich aussehe. Und meine Stimme ist auch noch nicht wieder zurückgekommen. Eigentlich wollte ich diesen Vlog jetzt ja beenden und euch noch so ein bisschen Sachen erzählen, aber müssen wir wohl noch ein bisschen warten, bis ich den Vlog online stellen kann, weil so kann ich euch nicht so viel erzählen, das geht einem so auf die Nerven. Deswegen hoffen wir mal im Laufe des Tages. Ich habe mir überlegt, ich nehme euch jetzt heute einfach noch so ein bisschen über den Tag mit. Einfach so ein Zuhause-Gammel-Zimmer-Aufräumen-Vlog, was auch immer. Weil ich heute einfach nur chillen werde. Ich bin so fertig mit allem. Und jetzt gehe ich erstmal was essen. Zum Thema Essen. Ich habe, glaube ich, in den letzten 3 Tagen weniger gegessen als normalerweise an einem Tag. Wir haben morgens immer gegessen vor dem Festival. Und dann wollten wir, am Samstag standen wir die ganze Zeit eigentlich in einer dritten Reihe, genau. Und wir wollten da auch nicht weggehen, weil nachher verliert man seine Plätze. Dann waren wir abends bei McDonald's und ihr wisst, ich gehe normalerweise nie zu McDonald's, weil ich das auch nicht mag. Habe ich mir 2 große Pommes bestellt. Eine große Pommes aufgegessen, mir war danach so schlecht. Bin am Sonntag nur gefrühstückt, aber ich habe auch gerade gar keinen Hunger. Ich glaube, mein Körper ist so, ganz ehrlich, du wolltest mir die letzten Tage nichts geben. Ich will jetzt auch gar nichts mehr. Das hier ist jetzt mein Frühstück. Ich habe mir Haferbrei gemacht. Beziehungsweise das ist so eine... Kennt ihr die von DM? Ich zeig's mal eben. Hier von Alnatura, diesen Frühstücksbrei hatten wir noch zu Hause. Habe ich irgendwie wiedergefunden. Dann ist da noch so ein Chia-Schokopudding drin, den ich irgendwie vor einer Woche oder so vorbereitet habe. Und den habe ich jetzt immer so in mein Frühstück mit reingemacht. Erdbeeren, wie ihr sehen könnt. Und diese Alpro-Reismilch. Keine Ahnung, wie das schmeckt. Schmeckt ganz gut. Irgendwas wollte ich gerade erzählen. Ach, meine Stimme ist gerade so ein bisschen gut. Ich fange jetzt erstmal an, meinen Koffer auszuräumen, weil das habe ich noch nicht gemacht. Ich hasse das ja so sehr. Ich bin so ein Mensch, ich lasse manchmal ein paar Tage einfach meinen Koffer im Zimmer stehen. Ich frage mich immer noch, wo das Mikro ist von dieser Kamera. Ich habe ja so ein bisschen auf dem Festival mit dem Handy gevloggt, aber ich war so schlau und habe da teilweise das Mikro abgedeckt. Keine Ahnung. Guck mal, was ich mir übrigens geholt habe. 2016 Justin Bieber Purpose World Tour, wo ich auch übrigens war. Aber ich habe es mir nicht wegen dem Bild geholt, sondern... Moment, jetzt kommt's. I mean, musste eigentlich sein, oder? Ich hole mir normalerweise nie diese Poster beim Konzert, weil ich mir denke, ganz ehrlich, ich hänge die sowieso nicht auf. Aber ich habe ja hier so einen Kalender hängen. Ich dachte... Es wäre ganz cool, das hier auch noch daneben aufzuhängen, weil ich finde, diese Wand sieht so komisch aus hier. So, das ist mir alles zu frei. Ich hatte da ja so 2 Bilder hängen, aber es hat mir irgendwie nicht so gefallen. Deswegen hänge ich Justin hier auf und mal schauen. Vielleicht finde ich noch irgendwas Cooles, aber ich liebe diese Frisur an ihm. Diese langen, also etwas längeren blonden Haare. Hänge ich später auf. Ich habe das nur noch auf dem Boden liegen gehabt, weil ich hatte das eingerollt. Immer topfit, ich streik bis zum 10. Wie lässt du auch aus Zeit? Viele Kunden warten, Test Kokain. Mein Akku ist fast leer. Ich liebe es, wie du meinen Namen sagst. Ich bin jetzt schon ein bisschen weiter mit meinem Zimmer gekommen, also langsam nimmt das Ganze hier wieder Form an. Hier, da habe ich gerade alles aufgeräumt. Ich habe Schmuck aussortiert und ich habe so Schmuck wiedergefunden, was ich schon länger nicht mehr getragen habe. Irgendwie so diese Kreuzohrringe, ich mag die irgendwie voll gerne. Die hier, die sind die Kreolen, die ich immer trage. Und langsam werden die schon Roségold, also dieses Goldene geht ab. Habe ich hier noch so welche wiedergefunden, die ich irgendwie voll schön finde. Und damit mache ich jetzt weiter. Ich glaube, ich sortiere gleich auch nochmal meinen Kleiderschrank aus. Ich bin am Überlegen, mein Make-up auszusortieren, weil ich habe da bestimmt schon auch so richtig alte Sachen und so. Ich habe auf jeden Fall die ganze Zeit gute Musik hier am Start. Music feels so right. I want your body next to mine. So dance with me, baby. Just dance with me, baby. Disco,
Fly, 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 fly. Time to fly. Time to fly, baby. Monter cette cage, j'y vais comme flèche. Hors de contrôle. Ich habe Pläne, ich habe Ziele. Das Lied ist eins der wenigen, das ich von Travis Scott kenne. Und er hat das so eine halbe Minute oder so angehabt. Ich so, Shoutout an dich. Ich habe noch ein neues Päckchen von Drake im Mund gekriegt. Und zwar haben die jetzt Haarparfüm rausgebracht. Es gibt einmal Pretty Rose Hearts und Lovely Man Story. Das sind halt beides leider nicht so meine Düfte. Deswegen kommen die irgendwo in irgendeine Verlosungsbox von euch. Ich habe ja noch in dem einen Video, da habe ich ja den Hauptgewinner schon ausgelost, von Essence. Da habe ich ja noch 10 Gewinner und ich weiß nicht, vielleicht packe ich das da rein. Und dann habe ich noch Invisi Bubbles, auch passend zu den Düften. Richtig süß, dass die das auch noch mit reingepackt haben. Aber ich habe mittlerweile so viele Haargummis, die werden auch an euch verlost. Mittlerweile bin ich echt immer so, wenn ich so PR-Pakete kriege. Normalerweise bin ich immer voll abgegangen, ne? Habe so das Zeug mir zum Beispiel richtig direkt überall aufgesprüht und so. Aber mittlerweile bin ich immer so, irgendwie brauche ich das doch alles gar nicht, dann verlose ich das lieber an euch. Open your Ihr Lieben, ich bin hier gerade unterwegs mit Carla und wir befinden uns hier im Stau. Also nicht richtig Stau, aber es ist schon ein bisschen lahm. Also, ja, muss man sagen. Und ich wollte heute eigentlich vloggen, aber ich habe gar nichts gefilmt. Haha, Shoutout an mich. Wir waren in Hamburg, weil Carla hat sich ein Tattoo stechen lassen. Das sieht richtig geil aus bei Vader's Dive, wo auch sonst. Das ist ja, richtig nicht direkt. Ja, nicht direkt bei Vader's Dive, also es war halt so eine Special Guest, ne? So, also nicht eine von, niemand von denen, die da immer sind, so. Und das sieht richtig geil aus. Ich versuche das mal irgendwie, ich könnte ihren Instagram-Post oder so in der Infobox verlinken oder irgendwie so. Keine Ahnung, vielleicht kriege ich es hin, vielleicht kriege ich es auch nicht. Olga Tattoo Artist, Shoutout an dich. Sie hat echt einen guten Job gemacht. Vor allem Carla hat halt schon 2 Tattoos und hat sich da drunter jetzt noch eins gemacht, so ein ganz riesiges. Also ich find's voll schön. Und ja, dann sind wir so zurückgefahren und dann habe ich realisiert, okay, eigentlich wird's jetzt auch mal endlich Zeit für mich mit dem Tattoo, oder? Ja, auf jeden Fall. Tattoos machen süchtig. Deswegen darf ich eigentlich nicht anfangen, weil dann werde ich arm. Naja, mal schauen. Ach, ich habe mir einen Fidget Spinner geholt. Ich weiß, ihr werdet mich alle hassen, aber ich musste mir einen holen und ich finde das voll geil. Alle, die sagen, oh, Fidget Spinner sind voll nervig, die sind voll unnötig. Carla mochte die auch nicht. Sie ist jetzt verliebt und möchte auch einen. Ja. Vor allem, guck mal, wie schön der ist. Das ist ein pink glitzerner mit Gold. Und den habe ich bei Kult. Heißt der Laden Kult? Oder ELB. Ich weiß nicht. Ja, das ist irgendwie immer, das ist irgendwie das Gleiche, aber irgendwie auch nicht. Auf jeden Fall, da habe ich den geholt für 5 Euro. Coole. Ich weiß. Wir haben uns so ein bisschen ausgetauscht, weil ich war ja auf dem Wireless-Festival am Wochenende und Carla war auf dem Hurricane. Und deswegen mussten wir erstmal so einen langen Talk haben. Und eigentlich muss ich euch ja auch noch ein paar Sachen erzählen. Das wollte ich ja noch machen, weil ich gar nicht dazu gekommen bin, irgendwie vom Wireless zu erzählen. Und das war's auch schon. Tschö. Ciao.